Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levescard 12.10. Ich begrüße euch zu einem Unboxing einer richtigen Kultserie aus den 90ern. Und zwar die Mighty Morphin Power Rangers. Die komplette Saga habe ich hier auf dem Tisch stehen. Werde es gleich auspacken, Freunde. Ja, die Power Rangers. Ich denke, Kids aus den 90ern werden die Serie kennen. Und da laufen ja diverse Episoden bisher, aber die ersten drei Staffeln wurden gemacht von 1993 bis 1996, haben es auf 155 Episoden gebracht, die hier drin stecken, und das Ganze lief das erste Mal im deutschen Fernsehen auf RTL. Ja, wer sind die Power Rangers? Das sind diese fünf Jugendlichen, die auf die Angel Grove High School gehen und das Böse bekämpfen. Das ist einmal hier der Anführer in Rot. Der rote Power Ranger ist Jason. Dann haben wir hier den schwarzen Power Ranger. Das ist Zack. Billy ist der blaue Power Ranger. In Rosa haben wir Kimberly. Und in Gelb, das ist Trini. Das sind die Power Rangers. Und diese Jungs und Mädels versuchen, das Böse zu besiegen. Das Ganze kommt auf 19 DVDs, Freunde. Seht ihr hier, Season 1, Season 2, Season 3 und eine randvollgepackte Mighty Morphin Power Rangers Bonus-DVD. Wunderbar. So, da sehen wir hier die ganzen Power Rangers. Jetzt frage ich mich gerade, wer das ist, wer das hier ist. Ich bin jetzt nicht so der fanatische Power Rangers-Gucker gewesen damals, deshalb, wer ist dieser hier? Die anderen haben wir ja kennengelernt. Freunde, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Und wir schauen uns mal die Beschreibung an. So, ein bisschen runter. So. Im Jahre 1993 befreiten zwei ahnungslose Astronauten die größte böse Macht, die die Welt je gesehen hatte. Die fürchterliche Hexe Rita Repulsa. In den 20 Jahren seit jeher erscheinen immer wieder neue Schurken. Einer finsterer wie der andere auf der Erde, und die Bevölkerung vertraut auf die Power Rangers, die sie beschützen. Die Superhelden müssen ihre individuellen Stärken mit ihrem tugendhaften Zusammenhalt kombinieren, um die bösen Mächte zu besiegen und um die Erde für einen weiteren Tag sicher zu halten. Nach der Premiere 1993 wurden die Mighty Morphy Power Rangers zu einer Phänomen im Kinderprogramm, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Eine sofortige Sensation ging um den Globus, und der Franchise veröffentlichte eine Reihe von erfolgreichen Spielzeugen, Actionfiguren, eine Live-Bühnenshow, einen Kinofilm und am allerwichtigsten zwei ununterbrochene Dekaden von Unterhaltung in Form einer Fernsehserie, welche die Fantasie von Millionen von Fans beflügelte. Mit dieser Box können Sie sehen, wie diese internationalen Attraktionen seinen Anfang nahmen und die Mighty Morphin Power Rangers auf 19 DVDs inklusive aufregendem, unveröffentlichten Bonusmaterial die Saga zu Ihnen nach Hause bringen. Ja, wunderbar. Die Power Rangers haben alle so Sortsfreunde. Das sind so Kampfmaschinen in Form von metallischen Dinos. Und wenn sie das alles zusammentun, dann wird das zu einem Megazord, Freunde. Und dann können sie das Böse besiegen. Hier sehen wir die Seite. Und alle haben verschiedene Fähigkeiten, Freunde, was das Ganze auch richtig cool macht. So, dann haben wir hier Bonusmaterial. Morphin Time. Eine morphinomenale Besetzung. Die Fans. Lord Zets, Monsterheads, Might Morphy, Morphin Power Rangers, Karate Club, Power Rangers, Live on Tour und The Good, The Bad and The Stupid.
Ja, da hat man wirklich einiges zu schauen, Freunde. Es gab übrigens zwei Filme. Einmal Power Rangers der Film und einmal Turbo Power Rangers der Film. So, dann machen wir das Ganze mal auf hier. Ich finde die Box auch sehr schön gestaltet. Wobei der Schuber hätte ein bisschen dicker sein können bei der Anzahl an DVDs. Wir holen es mal raus. So. So, da sehen wir es. Wobei geht, also ist so ein Mittelding. Es ist nicht zu dünn, aber auch nicht sehr dick. Da hätte man vielleicht einen Tacken stärker nehmen können, damit das auch besser hält. Ansonsten gefällt mir das vom Design her sehr, sehr gut. Da sehen wir, was da so abgeht hier. Wunderbar. Ich habe mal vor ein paar Jahren die erste Staffel mal geholt für meinen Bro. Und also der mag die Serie auch sehr gerne. Oh, so, hier sehen wir, die Spieldauer beträgt ca. 3400 Minuten, Freunde. Wow, ca. 200 Minuten Bonusmaterial kommt noch dazu. Sprachen sind Deutsch und Englisch in Dolby Digital 2.0. Bild ist 4:3 PAL. Genre ist Real Action. Ja, cool. So, dann schauen wir uns mal die DVDs an. Ich würde mal sagen, ich fange an mit der ersten. Ne, das ist so, so, zack. Das ist die erste DVD. Disc 1 bis 3, Volume 1. Ja, das finde ich ja schön gemacht. Das ist keine Cakebox, sondern jede Disc hat ihren eigenen Platz. Ja. Ich frage mich immer noch, wer dieser goldene Power Ranger ist. Ich glaube, so viel habe ich die Serie auch nicht geguckt. Ja. Lässt sich auch gut rausnehmen. Und hier sind die ganzen Folgen. Die Rückkehr der Hexe. Oh. Auf DVD 1 sind 10 Episoden. 11 bis 20 auf DVD 2 und 21 bis 30 auf DVD 3. Hier sehen wir ein paar Bilder. Eine coole Teenie-Serie. Spieldauer 56 Minuten. So, was ich auch schön finde, dass die Cover haben andere Farben. Das ist rot. Dann haben wir hier ja, lila, würde ich sagen. Hier. Und dann haben wir Folgen 31 bis Folge 60 auf den DVDs 4, 5 und 6. So, hier die Bilder, wunderbar. Ist das die gleichen Bilder? Ne, andere Bilder. Das finde ich ja ganz nett. Hier die anderen Bilder. So, das ist Volume 1. Also Season 1 besser gesagt. Und jetzt kommen wir zu den Season 2 in grün. Das sind dann diese Episoden, die drauf sind. Und hier die Bilder. Richtig cool. Und die DVDs in grün. Haben wir Staffel 2, Volume 2 in Blau. Passend dazu, wie gesagt, der blaue Power Ranger, der gute Billy. Und hier sind auch noch Bonusmaterial dabei. Mhm. Das ist Volume 2, haben wir reingeguckt. Ja, ist in Blau. So, und jetzt kommen wir zu Staffel 3, Freunde.
Oh, da haben wir diese Farbe. Und diese Episoden. Cool. Season 3, Volume 2. Nehmen wir den rosafarbenen. Die Cover sind alle gleich, nur ändert sich halt die Farbe immer. Auch die Bilder sind gleich. Da hätte man vielleicht so ein bisschen was anderes draufdrucken können. Zum Beispiel einen Kopf eines Power Rangers auf jede Disc. Das wäre doch schöner gewesen. Aber ich finde die Box an sich sehr gut. Ich hoffe, dass die Bildqualität gut ist. Ja, richtig abgefahren die Serie. So, das ist dann Season 3. Insgesamt, wie gesagt, kommen wir auf 155 Episoden auf 18 DVDs plus der Bonus-DVD, die dann so aussieht. Hier haben wir die ganzen Sachen, die, denke ich mal, Fans super glücklich werden lassen. 210 Minuten Bonusmaterial. Sprache ist nur Englisch, also auf den Bonusmaterial extra DVD. Und so sieht das Ganze von innen aus. Ja, Leute, ich bin sehr gespannt. Ich liebe die Power Rangers. Obwohl, ich habe das wirklich lange nicht mehr gesehen, aber kann das jetzt mit diesem DVD-Box mir reinziehen, Freunde. Und ein Gruß geht raus an Dome02. Der hat mich auf diese Box aufmerksam gemacht. Der hat sich das nämlich auch geholt und gesagt, oh, du Levis, hier, da ist eine Box von den Power Rangers. Schau mal, wenn du möchtest. Und da habe ich es. Grüße an dich, mein Freund. Danke, dass du mir den Hinweis gegeben hast. So, Leute, das war das Unboxing zu Power Rangers. Ich denke, mein Bro wird sich das auch gönnen und anschauen. Oder vielleicht schauen wir das zusammen an. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, welches ist euer Lieblings-Power Ranger in Rot, Schwarz, Blau, Rosa oder Gelb oder dieser goldene Super Power Ranger, von dem ich den Namen immer noch nicht weiß, Freunde. So, das war's aber jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es gerne mit einem Daumen zeigen, Kommentar und Abo ist auch gern gesehen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.